Mensch ist die führende Spezies auf dem Planeten Erde. Doch zeigen rätselhafte Phänomene, paranormale Erscheinungen und mysteriöse Entdeckungen der Menschheit immer wieder, dass sie längst nicht alles weiß und in ihrer Entwicklung noch in den Kinderschuhen steckt. Die Fragen aller Fragen: Sind wir alleine im All? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Was ist der Sinn des Lebens? Sind nach wie vor ungeklärt. Ich habe Informationen über Medien bekommen, dass da eben Hohlräume drinnen sind und dass da sehr wohl auch Wesen existieren, für die die Zeit langsamer vergeht, weil sie ganz ruhig und relaxed sind. Der Kammler, der redet über das, was er reden will, und sonst gibt es nichts. Der hat dieses Generalsgehabe auf alle Fälle nicht. Die Felsmassive der Alpen beflügelten schon immer die Fantasie der Einwohner, die dann Einzug in diverse Sagen und Legenden fanden. Warum wird gerade dieser Berg von so vielen vermeintlichen Geheimgesellschaften auch heute immer wieder genannt? Was hat es nun mit dem mysteriösen Untersberg auf sich? Wir sind jetzt in der sogenannten Illuminatenhöhle am Untersberg. Eigentlich ist es keine Höhle im eigentlichen Sinn, wie wir glauben, ein Eingang, sondern ist mehr ein Abri, also ein Unterstand. Alles klar, warum Illuminatenhöhle? Weil hier angeblich die Illuminaten 1783 sich getroffen haben, als sie in Aigen die Loge Apollo gegründet haben. Ja, der Weg ist nicht leicht, aber als Einweihungsweg ist er gut brauchbar, denn es muss ein bisschen beschwerlich sein, muss durch den Wald gehen und dann über den Felsabhang. Und er war so wie für uns, auch für die damals, sicher leicht erreichbar. Was sind das für Symbole hier an der Wand? Ja, das wissen wir leider nicht. Ausschauen tut es wie lateinische Buchstaben. Wir können ein P lesen oder ein H, ein I, ein D. Aber wir wissen nicht, was es heißen soll. Wir können auch Symbole sehen, wie zum Beispiel einen Fünfstern, also den Drudenfuß oder ein Kreuz. Wir wissen aber nicht, was das heißen soll. Wo ist dieser Stern? Der Fünfzack ist ungefähr hier. Da, wo die Inschrift beginnt, wo das Band beginnt. Und zwar da oben, also da beginnt die Inschrift und der Fünfstern wäre da oben zu sehen. Man muss aber weiter weggehen, aus der Entfernung ist es immer besser, weil es kommt ganz auf das Schattenspiel an. Und es würde sehr gut passen zur Inschrift, weil das Inschriftenband geht dann auf die Seite hinüber. Aber insgesamt wissen wir nicht, ob da nicht vielleicht mehr drauf gestanden ist und ob das vielleicht abgebrochen ist, weil genau darunter ja der Abriss ist. Also vielleicht fehlt uns die Hälfte, vielleicht nicht. Wir sehen auch Zahlen da oben. Da ist eine Zahl mit 1884, wenn wir sie richtig deuten. Man sieht zumindest die 8 da hinten und dann 4, wie ein Jupiter 4, also ein astrologisches Zeichen.
Wir haben also eine Mischung aus Buchstaben und aus astrologischen Zeichen und aus Symbolen wie den 5-Stern, das Pentagramm. Und können uns aber trotzdem keinen Reim drauf machen. Ja, mein Vater hat in seinem Roman, in den Neuen Unbekannten, diese Stelle erwähnt. Und viele Hinweise deuten ihm darauf hin, dass das in diesem Bereich auch sein soll, wo dieser Eingang sich befindet. Und das ist für mich auch der Zugang zur Illuminatenhöhle. Aber auch, dass eben sehr viele Leute dorthin pilgern, die auch eine Verbindung zum Herzchakra dort sehen und einen Energiepunkt. Und das sind so die Zusammenhänge, die für mich mit der Illuminatenhöhle in Einklang stehen. Harald und Manuela, ihr kommt mit der Caroline aus München zweimal im Jahr zum Untersberg. Ja. Einmal im Winter, einmal im Sommer. Ja, wie es halt ausgeht, ja, genau, eben die Mazzendesern vom Wolfgang Stadler oder auch mal so Fan. Ja. Und ihr seid Fan vom Wolfgang Stadler. Genau. Ihr habt alle seine Bücher gelesen. Genau. Ja. Meine Frau hat die zuerst entdeckt im Kopfverlag und das hat sie gut gelesen. Und hat gesagt, da bestellst du jetzt meine ersten beiden Bücher und dann hat sie verschlungen richtig gehen und dann habe ich auch angefangen, sie zu lesen. Und ihr begebt euch auf die Spuren von den Schauplätzen, die der Wolfgang in seinen Büchern beschreibt. Ja, so wir versuchen halt, die Sachen zu finden. Ja. Du hast ja alle aufgeschrieben, du hast ein richtiges Buch darüber angelegt. Ja, so ein kleines Handbüchlein, ja genau, mit Querverweisen, wo was sein könnte und daraufhin haben wir auch schon einiges gefunden. Und wie dick ist das Buch schon? Ja, so dick vielleicht, ja. Also immer kurz zusammengefasst mit Hinweisen, damit man relativ schnell dann nachvollziehen kann, wo könnte was sein, wenn die wichtigsten, markanten Stellen. Ihr habt also so richtig einen Führer zu den Plätzen, die der Wolfgang in seinen 7 Büchern beschreibt. Ja, so etwa, ne? Und ihr habt auch alte Karten konsultiert. Wir versuchen da irgendwo immer das zu finden, ja. Und die alten Karten, wo habt ihr die aufgetrieben? Aus Büchern und aus Gutachten, aus alten Unterlagen. Und du hast einmal gearbeitet auf dem Obersalzberg, stimmt das? Nein, ich selber nicht, aber die Firma hat dort mal. Deine Firma? Ja. Und wann war das? Das war 2001, als das Hotel gebaut wurde. Die haben ein Hotel gebaut und da haben die Pläne gemacht und haben den Boden untersucht. Das ist damals viel gemacht worden, ja. Und haben die was gefunden? Was man noch nicht kannte? Nein, nicht wirklich. Aber die haben die Bunker alle registriert? Ich glaube, das hat einer aus Berchtesgaden alles gemacht damals. Und ihr seid dort auch schon gewesen? Ja, wir haben auch schon einiges gefunden, also was ein bisschen von Wolfgang Stadler beschrieben wurde und auch ein paar Sachen schon entdeckt, ja. Und da wart ihr alle in allen Bunkern unten drinnen? Nein, Bunker kommt man nicht rein. Kommt man auch nicht so rein. Nee, also das wäre auch ein bisschen zu gefährlich wahrscheinlich, ja. Aber also so, außer in der Dokumentationsstelle, wo man reinkommt, beim Hotel zum Türken, wo man da mal reinkommt. Und wart ihr auch auf den Spuren der Illuminaten? Da haben wir uns nicht so richtig drauf begeben. Und jetzt seid ihr das erste Mal in der sogenannten Illuminatenhöhle. Genau, richtig, ja. Und wie empfindet ihr das? Ja, ist alles spannend. Und wir hätten es auch alleine gefunden, glaube ich. Es ist doch etwas tricky, hierher zu kommen. Es ist schwierige Bergtour für dich, oder? Ja. Aber du hast es geschafft. Und? Ist ein Abenteuer für dich? Macht es Spaß, immer mit uns unterwegs zu sein? Meistens. Und hast du die Inschriften gefunden? An der Felswand? Die Buchstaben? Hast du die Buchstaben an der Felswand gesehen und die Zeichen? Und was werdet ihr heute noch anschauen? Ja, schauen wir mal, was wir so mithalten. Was wir alles so gezeigt bekommen. Dankeschön. Jetzt im August ist offensichtlich immer die Energie am höchsten. Und es hängt auch in irgendeiner Weise mit Maria Himmelfahrt zusammen. Also auch die Religionen haben ihre Berechtigung. Ne?
Und an diesen Tagen sind die Energien besonders hoch und es kommt auch zu besonderen Ereignissen und Erscheinungen weltweit. Wir messen jetzt wieder die Impulse im Bereich zwischen etwa 9.000 und 21.000 Hertz. Und die wir rund um den Untersberg schon festgestellt haben. Wir haben hier zum einen den gleichen Effekt wie rund um den Berg. Wenn ich jetzt die Antenne hier im Eingangsbereich der Höhle platziert habe, im rechten Winkel zur Wand, also zur Höhle, dann habe ich relativ viele und relativ starke Impulse in dem Bereich. Das entspricht etwa den Messungen, die wir rund um den Untersberg auch vorgenommen haben schon. Also die Besonderheit, wenn die Antenne auf den Berg gerichtet ist, dann sind die Impulse stärker und häufiger. Wenn die Antenne quer zum Berg gerichtet ist, also parallel zur Bergwand, dann wird das weniger. Heißt im Klartext, wir empfangen nur noch die stärksten dieser Impulse, weil die dann noch die Antenne induzieren. Wir haben das vorhin auch hier getestet, Antenne gedreht. Ist es im Eingangsbereich der Höhle vorn oder an der vorderen Grenze, gehen die Impulse weitgehend zurück. Das Gleiche haben wir dann gemacht hier hinten in der Höhle, also in der Kuppel dieser Grotte drinnen. Da haben wir zunächst den gleichen Effekt gemessen, wenn die Antenne im 90-Grad-Winkel zur Wand steht. Dann ist das Ergebnis ähnlich wie vorn, also ähnlich wie wir es jetzt auf dem Monitor sehen. Und das Besondere daran war aber, wenn wir die Antenne hier hinten an der Wand quer drehen, dann sind die Impulse weiterhin da. Sie verschwinden nicht. Kann also nur den Grund haben, weil wir ein Stück im Berg drin sind. Das heißt, auch diese Messung deutet darauf hin, dass diese Impulse irgendwo im Berg ihren Ursprung haben. Und wenn wir die Antenne hier quasi in so einer halbrunden Kuppel in der Grotte platzieren, ist es egal, wie wir sie drehen. Ich werde jetzt noch einmal die Antenne anders platzieren, nämlich hier hinten in der Höhle, einen Test machen, die Antenne hochkant stellen. Normalerweise haben wir außerhalb des Berges jetzt keine Impulse mehr, ganz minimal. Und jetzt hätte ich erwartet, aufgrund der vorherigen Messung, die ja quer und längs das gleiche Ergebnis gezeigt hat, hätte ich erwartet, dass das auch hochkant, also nach oben strahlt. Aber in dieser Richtung bewegen sich die Impulse offenbar nicht fort. Denn hier haben wir ganz weitgehend leere Felder. Hier hatten wir einen Impuls jetzt, aber die Felder sind weitgehend leer. Wenn wir hier zurückschauen, das ist noch das, was wir vorhin hatten. Da sehen wir also deutlich die hellen Streifen. Jetzt kommen ein paar. Wir sollten die Messung mal über einen kleinen Zeitraum fortlaufen lassen. Das Ganze wird aufgezeichnet. Im Takt von ein paar Sekunden werden Screenshots aufgezeichnet, sodass man das auch dann zu Hause nachvergleichen kann. Das sind Wellen. Wir haben die Eigenschaften elektromagnetischer Wellen. Werden üblicherweise von Sendern erzeugt, werden auch noch genutzt, sind aber auf anderen Frequenzen und die schauen anders aus. Und ja, wenn wir elektromagnetische Wellen haben, oder Professor Meil meint, es sei schon im Bereich der Skalarwellen, das ist eigentlich völlig gleich. Das heißt aber doch, wenn hier Impulse messbar sind, dann empfangen wir die Impulse. Durch eine Induktion der Spule werden die übertragen und dann müssen die auch irgendwo ihren Ursprung haben. Wenn der Ursprung keine Sendeanlage ist, dann kann man eigentlich sagen, dass der Berg eine Kraft aussendet, zumindest eine Art von Energie. Aber der einzige Ort, wo wir jetzt in der Höhe über einem Berg noch stärkere Kraft hatten, also ganz deutlich, da hat sich das ganze Energiefeld erhöht. Also da wurde der ganze Bildschirm wurde heller. Das heißt, da hat sich die ganze Kraft verstärkt. Das war im Vorfeld über der Sonnenkraft. Wieso?
war der einzige Ort, wo wir hier direkt oben drüber. Wir sind dann runter mit dem Notebook und mit der Antenne hinten über die Wiese, wo man normalerweise hochgeht, wenn man so eine die Treppen nehmen will. Und auf der Wiese war der Effekt schon verschwunden. Ist also wirklich nur an der Spitze, nicht punktgenau, aber doch oben nur auf dem Plateau, wo die Burg ist. Genau. Ja, jetzt haben wir hier doch erstmal wieder links. Großen Steinen da drinnen, der ganze Berg, wenn der aus dem Untersberger Marmor besteht, dass da wirklich so ein Kraftfeld ist, dass da die Funkwellen abgelenkt werden. Gewehr. Ja, aber guck mal, das ist dieser rote Weg, dieser Wanderweg. Ja. Und das Kampfhäusl ist da, wenn du dann diesen Weg findest, das ist ja das, wo wir schon mal losgelaufen sind und wo du dann hier hochkommst und da rein. Ja, genau. Und das haben wir, den Abzweig haben wir nur noch nicht. Aber ist ja vom Kampfhäusl trotzdem zu weit weg. Weil er beschreibt ja, das ist in unmittelbar Nähe vom Kampfhäusl. Ja, beschreibt er, aber. Ja, also das ist definitiv das. Ja, das sind ja 700 Meter. Ja. Jetzt, das ist zu weit. Das beschreibt er definitiv falsch. Mhm. Einfach aus Schutzgründen. Mhm. Ja, sollen wir da runter schauen? Ja, bis zu der Kante? Nein, schon noch weiter. Also mindestens 30, 50 Meter, was im Umkreis von 30, 50 in so einem Radius. Ja. Also das wären das nicht schon 30 Meter bis an die Kante? Nein, da könnte dieser Eingang in den Klingeck sein. Und da soll ein großer Bergkristall liegen, gemäß dem Roman vom Steppenwolf. Im 6. Band. Und die Linda ist da reingekrochen. Schreibt er. Mhm. Und das muss ungefähr im Radius von 30 bis 50 ja, Meter genau, sein. Sowas, ja. Also weil sie ist 30 Meter etwa noch gekrochen, oder? Hm. Ja. Ach so, sie ist da unten hinein und sie dann unterirdisch 30 genau. Meter. Wird so hat er es beschrieben, es wären 30 Meter. Ja, gut, aber Klingeck heißt das Ganze. Das heißt, muss nicht unbedingt genau die Mitte von ja, dem Klingeck aber schon, sein. Ich denke aber schon, dass, aber du glaubst dass, schon, dass das ist ziemlich zentriert unter, ja. Hier unter der so. Spitze dann drunter ist. Dass der Bergkristall genau da drunter das ist. Das macht keinen Sinn, wenn es jetzt irgendwo da drüben liegt. Das glaube ich ja, jetzt ja. Weil das ist ja auch hier, wenn man es sieht, ja. Das ist ja bewusst so angelegt. Also muss hier irgendwas Besonderes sein, weil sonst macht man hier nicht so eine Teerstraße. Warum teeren? Und warum so weit hoch? Ja. Wenn das ein Waldweg ist, muss man ja nicht teeren. Ja, eben. Und da oben ist nichts, was einen geteerten Weg richtig. Also, rechtfertigt, dass da ein LKW oder was rauffahren muss. Also das ist definitiv eine Umkehrzone, aber warum fahre ich so weit hoch? Ja. Also kann man auch vorstellen, dass wirklich Militär-LKWs damals hochfahren sind, hier und das Zeug hertransportiert haben und dann wieder bequem runterfahren sind. Also das macht man nicht so weit weg. Also das ja. Naja, aber ich werde da schon runtergehen bis zur Kante und schauen einmal, was da drunter ist. Ganz einfach nur zum Schauen. Ohne Gewehr, ne? Also, naja, nein, sehr klar. Da müssen wir jetzt Kampfholz erstmal finden. Ja. Das haben wir auch nicht, weil wir die alten Pläne haben. Ja, aber du weißt, bei seinen Lesungen sind immer so ein Fankreis dabei. Ja, ja.
der ganz genau die Wege nachgeht. Da ist wieder 60% wahr, das Ringe gibt es, die Umkehrzone gibt es. Und die anderen 40% sind nicht wahr, das sind dann die 30 Meter und die Höhle, ja, wo die Linda hineingekrochen ist. Und das sollte eigentlich so ein Wasserausfluss sein, so hat es beschrieben. Aha, ein Rohr. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Also, das kann ja auch sein, dass ich das einfach erfunden habe. Da ist aber auf den Karten auch nichts eingezeichnet von irgendeinem Bach oder was. Schon, wenn die Anhaltspunkte am Wasser haben. Raum. Ja. Schaut mir eher nach einem Logenraum aus. Ja, sowas genau. Ja. Reißt auf die Säulen auch, weißt du? Genau. Und schau mal, die Säulen, entweder da haben sie, waren die rund oder was haben sie da vor? Nein, da haben sie ein Fass runtergestellt, oder? Das Fass ist auch nicht original. Sogar Tageslicht gehabt. Sonst hätten sie die Fenster nicht einbauen brauchen. Ja, ja. Seltsam, gell? Ja. Sieht eher wie eine Kirche aus. Also, der baut sich doch so nicht. Ganz genau. Schaut eher wie eine Kirche aus, das ja, stimmt. Ja, ja, ja. Ja, guck, die Gewölbe. Unglaublich, ne? Ja. Schön gemacht. Wunderschön. Sauber gebaut. Ja. Und der quadratische Raum, wie die Vierung von einer Kirche da? Ja. In der Mitte. Ja, quadratisch. Aber mir kommt es vor, als hätte das, wären das 1, 2, 3, 4 Säulen und das ist nur aufgefüllt da in der Mitte. Weil es da drinnen ja nicht vielleicht zum Stützen. Thank you.
jetzt der Eichner Park. Das war einmal ein Adelsschloss und ist heute im Privatbesitz der Familie Rivertera. Die bewohnen da unten ein Nebengebäude vom alten Schloss. Das alte Schloss ist schon ziemlich verfallen und leer. Und die kleine Kirche da unten, die gehört zu dem ganzen Anwesen. Und das ist ein Illuminatenpark, als englischer Garten angelegt. Die Illuminaten haben hier nachweislich ihre Treffen gehabt und ihre Initiationen gefeiert. Und das, sie gingen von dieser Kirche über den Einweihungsweg, das war ein heiliger Hain, von Kastanien und Linden, gingen sie bis zum Hexenloch. Und dieses Hexenloch ist eine natürliche Höhle mit einem Wasserfall. Und dieser Park und diese Höhle war für Mozart die Vorlage für die Zauberflöte, für seine Oper, für das Bühnenbild der Zauberflöte. Also genau diese Höhle sieht man heute noch, wenn man die Oper, die Zauberflöte, anschaut. Und nach dieser Höhle ist auch in Wien die Höhle vom Grafen Kobenzl auf dem Kobenzl am Himmel angelegt, die es ja heute nicht mehr gibt, von der man nur mehr alte Stiche haben. Die soll also genauso nach dieser Illuminatenhöhle vom Schloss Eigen nachgebaut gewesen sein. Und weil wir wissen, wie die in Wien ausgeschaut hat, nach alten Stichen, weiß man auch, wie die hier ausgeschaut hat einmal. Man könnte dann weitergehen bis zur oberen Grotte, das wäre seine zweite Höhle. Und überall diese Kanzel, diese Jägerhöhe, Jägerebene, das waren lauter Stationen, wo die auf ihrem Initiationsweg hin mussten. Was genau da gemacht worden ist, das wissen wir nicht. Wir wissen das aber eben von den alten Dokumenten, von den Wiener Freimaurern, Wiener Illuminaten, wissen wir genauso, was die da in Salzburg gemacht haben. Das waren dieselben Riten und dieselben Initiationen. Mozart war Freimaurer und Illuminat, ist in Salzburg geboren und war hier sicherlich in der Apollo-Loge und hat da drinnen, haben die ja ihre Rituale gefeiert und genau die Höhle hat Mozart als Bühnenbild nachgebaut in seiner Oper. Und diese Höhle ist auch in Wien, am Kobenzl, vom Graf Kobenzl, der auch Illuminat war, der hat die auch auf so einem Fluss im Wienerwald nachgebaut, künstlich. Und die war voll ausgelegt mit Katzengold. Das heißt, die hat wie Gold gespiegelt und geglänzt. Aha. Da findet man heute noch dieses Pyrit, noch ein paar so Steinchen hat man gefunden, vom Pyrit oder Katzengold. Und das wird wahrscheinlich da genauso gewesen sein, nur das Gold ist alles weg, das ja. Haben die Leute natürlich abmontiert. Aber man kann vermuten, dass die nicht den Stein so nackt gelassen haben, sondern dass die das ausgekleidet haben mit Kristall und mit Pyrit und dass das dann geglänzt hat wie Tausend und eine Nacht.